Thema Produktion von Botenstoffen im Darm, insbesondere Serotonin. Hier sind wir bei der Serotoninproduktion im Darm, die ja tatsächlich zu 95% im Darm geleistet wird. Ein kleinerer Teil wird auch in anderen Organen gemacht. Auch im Herzen wird etwas Serotonin gemacht, aber 95% werden im Darm gemacht. Das ist einfach der Hauptanteil. Wenn im Darm zu hohe Durchlässigkeit ist, ungünstige Darmflora vorhanden ist, erkläre ich meinen Patienten immer, es entsteht tatsächlich so etwas wie ein saurer Regen auf tiefere Schichten in der Darmschleimhaut. Und diese Schichten können ihre Aufgaben nicht mehr so gut leisten. Es wird weniger Serotonin gebildet. Serotonin brauchen wir lebensnotwendig, um wieder unsere Stimmung zu leiten, dass wir glücklich und zufrieden uns fühlen. Serotonin reguliert auch Temperatur im Körper. Serotonin reguliert das Appetitverhalten. Serotonin ist daran beteiligt, unser Antriebsverhalten, unsere Lust, etwas zu tun, zu beeinflussen. Es hat auch Anteile daran, ob wir leichter gestresst sind oder nicht. Sodass wir auch permanent im Labor Serotonin messen und sehen, wenn zu wenig Serotonin da ist, kann jemand viel weniger stressresistent sein, kann weniger schlafen. Serotonin beeinflusst auch das Schlafverhalten, sodass der Darm und das Serotonin immer zusammenhängen.